basta. Voi sono tutto felice. Oh Gott. Einen riesen Applaus für unseren Herrn Bürgermeister, Herr Hohmann, die Orlovsprung. Das war eine letzte Minute. Vielen herzlichen Dank. Wir hören uns noch. Vielen Dank. Also dem Ablauf des heutigen Abends. Na, ihr wisst gar nicht, wie froh, dass ich jetzt bin. Gerhard, darf ich dir bitte die Moderation übergeben, weil ich muss mir jetzt niedersitzen. Ich bitte den Applaus öffnen den Vorhang für die Buffalo Bills. Gestern ist 4 Uhr, dann sind wir heimgefahren. Heute sind wir alle ein bisschen erschöpft. Und wir haben heute den zweiten Tag hier. Ja, ganz, ganz tolle Sache. Die Marina Cey schaut mich schon ganz verzwickt an. Die hätte ganz gerne wahrscheinlich sprechen mit mir. Aber wir haben da heute jemanden entdeckt, der gestern nicht da war. Alexander Langenhagen von der Gruppe New West. Stehen wir da. Servus Alexander. Servus Kurti. Wie geht's, wie steht's? Bist du mehr ausgeschlafen als ich heute? Weil ich bin ein bisschen K.O. Du, wir haben jetzt schon drüber geredet. Ich habe heute einen langen, genussvollen Schlaf, muss ich sagen, bis 11 Uhr vollbracht. Also so ist er nicht. Ne? Also ausgeschlafen da, also wir können das vollstens genießen. Da. Was, das freut mich vielleicht. Du Alexander, jetzt hat's ja, oder besser gesagt, du bist ja heute, glaube ich, nominiert. Das heißt, ich weiß jetzt was aus, wenn ich berichtige mich. New West, die CD, glaube ich, ist eingereicht worden als beste CD und du, glaube ich, als bester Country-Sänger des Jahres, oder? Was ist das schnell? Es ist so, dass... Hilf mir jetzt bitte. Ich hilf dir, gut. Also es ist New West als Band des Jahres nominiert. Katharina Mitteregger als Sängerin des Jahres. Unser neues Album bei Song als Album des Jahres. Mein Lied, was ich für meine Frau geschrieben habe, als Song des Jahres und meine Wenigkeit als Musiker des Jahres noch nominiert. Na, ganz eine schöne Listen. Naja, dann werden wir schauen. Dann kann ja sein, dass wir uns heute noch zwei, dreimal vielleicht da sehen. Ne? Unbedingt, hätte mich sehr gefallen, gut. Ja, würde mich auch gefallen. Da haben wir Marina Cey, da werden wir auch gleich schauen. Die blättert da in ihren, weiß ich nicht, was da genau macht. Also die Marina schaut gerade, was essen wird. Die schaut sich da gerade auch so die Speisekarte. Ich sing heute gut Finger. Warte, heute mache ich aber das, was ich gestern machen wollte. Heute setze ich mich nieder, dass ich einmal mit der Marina auf Augenhöhe bin. Kurti, ich habe gerade das Lied ausgesucht, was du heute mitsingst. Ich singe heute mit dir. Hä? Ja. Was war denn das? Es heißt Our Home, Our Place, ja? Was? Unser Zuhause, ja. Also wir singen heute zu Hause. Du bist mir zu niedrig. Ja, also Marina und ich, wir singen heute zu Hause. Ja, genau. Okay. Und wie gefällt es dir da heute wieder? Mir gefällt es super gut, sehr schön. Also ich muss sagen, heute bist du ja Outfit, Pipi-Fan, man betrachte Nina Cey. Okay, es ist blöd, wir haben heute nämlich, wir haben gestern die Videoshow geschaut, ihr habt knallrote Augen mit dem Licht, das ist so cool. Rote Augen sind aber ganz lässig. Da gibt es ein Lied, das heißt Race Hell und das passt da voll dazu, höllenmäßig und so. Ah cool, okay, gut. Marina, wir hören dich heute wieder, du spürst ja dann ein bisschen. Gegen 22 Uhr und eine Dreiviertelstunde heute, aber ich bleibe nicht allein, habe ich gerade schon gecheckt und werde mir die Sonne und die Melita aufholen. So wie ein Fiedler von den Pyromantics. Schau mal, dann bin ich nicht ganz allein. Na gut, dann sind wir natürlich gespannt und werden mal schauen. Ich weiß, das ist jetzt sehr unhöflich, was wir da tun. Aber normal sind sie sehr gewohnt. Und zwar mit da Louis Snyderman. Ja, er hat uns erkannt. Servus, Louis. Servus, grüß dich. Was darf ich für dich sagen? Ja. Also erst einmal freut es mich, dass du da bist, dass wir sie wieder einmal sehen. Wie geht's da? Ey, gut, alles klar. Mir geht's leibend. Mehr nicht, wir sind hundemüde, aber macht ja nichts. Ja, ich habe gestern natürlich einen starken Abend gehabt, habe ich schon gehört. Habe ich leider nicht machen können gestern, aber
beim heutigen Abend haben wir gedacht, muss man dabei sein. Ja, Peter Nashville. Begrüße dich. Servus, gut. Grüß euch. Wie geht's dir? Freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin. Es ist immer wieder lässig, wenn man der Anlass, wie es heute ist. Man kommt ja nie mit wem zusammen. Ne? Es ist ja jeder immer unterwegs und heute ist wieder so ein Tag, wo sie gerade da die zwei Herren von du, US. Du sprichst mir aus der Seele. Ich habe gestern gesagt, es ist wie ein Familienfest. Ich kenne da alle bald. Richtig, ja. Und da sind wir halt schon lässig drauf und freuen uns, dass wir die ganze Partie heute mit haben und uns das Ganze geben. Peter, du bist ja, oder ihr seid ja heute nominiert, glaube ich, mit der CD des Jahres, mit Roger O'Mahon. Wie schauen wir mal, das kann man schauen. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viel gute Leute und der Preis ist, das kannst du daheim wo hinstellen. Ich fühle mich natürlich geehrt, falls das was wird, ist super. Aber wie wir gerade gesagt haben, mir ist es weit lieber, ich komme mit Leuten, wie du bist, wie es ist, Silvia. Bands, mit Musikern, das ist mir eigentlich das Wichtigste von dem heutigen Abend und wir machen sie einfach auch gerade, hätte ich gesagt. Ja, da kann ich mich noch anschließen, weil für mich war es gestern wie im Schlaraffenland. Also echt cool, alle da gesehen. Gut, Peter, danke. Ich bin der Bluegrass Band International. Das heißt, nicht österreichische Bands stehen zur Auswahl. Nominiert wurden Daniel Tico, nominiert Johnny Carter aus den USA. Die nächste Nominierung geht an Joe Sander mit seiner Gruppe Johnny Cash Experience. Weiter gute Bekannte bei uns in Österreich, vor allem auch hier in Haag am Hausruck, aus den Niederlanden, die hervorragende Band Music Road Pilot. Und auch immer wieder für einen Hörgenuss sorgt Philip Jones, seine Band. Sieger in der Kategorie Country Bluegrass, Band des Jahres international, ist Music Road Pilot. Zweite Rockkategorie im Moment, und zwar geht es um den Country-Song, der als Download aufgenommen wurde. Dieser Award wurde nicht durch Nominierung und Wahl vergeben, sondern diese Songs, die nominiert sind, die hier zur Auswahl gestanden sind, wurden natürlich eingereicht und dann von einer Fachjury beurteilt. Eingereicht wurden diese drei Download-Songs: Der Punkt am Horizont von den Western Cowboys, Can't Get the Train von der Meadow Hill Band und Make Them Feel So Right von Clues Kids, der Austrian Country Music Award. Country Song des Jahres 2015 Download geht an Der Punkt am Horizont von den Western Cowboys aus dem Burgenland. Viel Spaß damit und ganz besonders mit dem Ready?
Latching Beaches. Wish I knew which way to go. Okay.
das ist die Herrschaft. Ich sehe es schon, ich weiß. Ich freue es wirklich. Und zwar ist Stay with me! Für die Band des Jahres und wir haben in dieser Phase auch schon Nominierungen, die online, das Online-Voting, das allen offen gestanden ist, hat folgendes Ergebnis gebracht. Nominiert sind Chili and the Barracudas, eine Band, die manche vielleicht in Erinnerung haben, manche, die hin und wieder fernsehen und The Voice of Germany 2013 verfolgt haben. Chili and the Barracudas waren damals Teilnehmer dabei. Als nächstes nominiert eine Gruppe, die wir schon seit langem kennen, aus Wien und die Vorjahressieger dieser Awards-Kategorie, The Legendary Dolphins. Weiter nominiert aus Oberösterreich, aus Basberg an der Schwinge, kamen sie Johnny Comets and the Rockets. Auch mittlerweile ein alter Bekannter aus Linz. Es handelt sich dabei um kein Motorrad, sondern um den Sänger Harry Davidson and the Road Kings. Und als last not least Nominierung eine Kombination aus Musikern aus Österreich und der Schweiz, vor Adelberg und Schweiz vertreten bei den Mars Attacks. Und der Award, Rockabilly Band des Jahres 2015 der Austrian Country Music Federation, geht an. Rockabilly Band des Jahres National geht an die Legendary Daltons. Legendary Daltons. Ja, und eine große Kategorie geht als nächstes. Es geht um den Country-Sänger des Jahres 2015. Nominiert in dieser Sparte. Ich glaube, er war sogar schon einmal nominiert, wenn ich mich richtig erinnere. Der österreichische Botschafter des Rock'n'Roll durch seine letzten Aufnahmen und Country-Musikprojekte natürlich auch diesmal mit dabei, Andy Leland. Weiter von der Groove Kick Factory, Daniel Fruchtmann. Von den Pyromantics, die wir heute auch noch live auf Stage erleben werden. Michael Elguier, der Serien weiter, soeben live auf Stage erlebt. Mikey Stone aus Kronstorf. Auch aus dem schönen Oberösterreich, Werner Katzenkober aus Grünburg im Steiertal. Ja, es wird spannend. Es ist ein sehr begehrter Award, aber bringen wir es hinter uns. Die Spannung steigt und der Country-Sänger des Jahres 2015 heißt Andy Lee Lang. Andy Lee Lang.
bei der Familientreffen. Vor kurzem war erst bei uns. Das ist übrigens die Band, die mit vollem Instrumentarium bei uns war. Wir hatten bei der Geist das Kinderzimmer aufgebracht. Also ein Studio. Daniel, The Groove Cake Factory. Es passt halt wieder. The Groove Cake Factory. Ja, perfekt. Ja, super, danke. Ja, Daniel, schön, dass ihr da seid. Wie gefällt es dir da? Tolle Stimmung, oder? Wir waren ja letztes Jahr schon da. Wir haben ja letztes Jahr das ganze Jahr eröffnet aus dem Newcomer Band vom vorigen Jahr. Und es ist ein Traum da eigentlich. Ein ziemlich cooler Salon, coole Location, eine coole Stimmung auch. Und immer ziemlich geile Acts, also das passt schon. Lieber Michael Stone, super Vorstellung, freut mich. Beim Radio hat es ja noch nie so ganz geklappt, aber heute, Gott sei Dank, habe ich die endlich einmal. War ganz, ganz spitze und freut mich. Ja, danke. Wenn das Geschäft so weiter rennt, dann kaufe ich mir nächstes Jahr einen Privatjet und dann komme ich mal zu euch runter. Sagt ihr, Flughafen in Wien. Ja, dann nehme ich dich beim Wort. Schwächert und mir halte ich an. Kein Problem. Erstens einmal möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass du meine Lieblingsnummer von dir heute gespielt, If I Could Only Fly. Freut mich immer wieder, heute mit der Marina. Ganz, ganz toll und nur mal recht herzlichen Dank. Bitte. Eine der schönsten Nummern, und dein Video ist genauso schön. Und ich hoffe, dass wir reinschauen und schauen und schauen und anschauen. Ja, wir dann eh immer wieder posten und so, also wir machen das schon. Heute da, du hast ja jetzt praktisch da gespielt, für euch ist ja der Salon, glaube ich, schon ein bisschen so ein Heimvorteil. Ihr seid ja oft da, oder? Ja, der Wahnsinn ist das, wenn man sieht, was die Hager am Hausacker da geleistet haben. Ich weiß nicht, ob du kennst, dass wir das übernommen haben oder gepachtet haben. Das war eine Gerätehalle mit 4 gemauerten Wänden aus. Aber wirklich aus. Da war kein Strom, ich glaube, da war in der ganzen Halle eine Steckdose. Ich habe mir das angeschaut und meinte, die haben Spinnenkampf. Wie willst du das einrichten? Das war, da stecken, ich glaube, wie viele tausende Stunden kann man sich nicht vorstellen. Aber man sieht, dass der Verein zusammen und was die geschafft haben, unvorstellbar. Ja, ich muss sagen, also uns Wiener frisst ja ein bisschen der Neid, weil wir hätten das gern 200 Kilometer Richtung Wien, dann war es natürlich toll. Aber wir kommen immer wieder sehr gerne her. Ja, Michael Stone, was gibt es von dir Neues? Gibt es irgendeine CD, was da jetzt, ich hab's ja gesehen mit der Marina Stjaga, was jetzt aufgenommen oder produziert, was tut sie da so? Ja, schwer in Produktion, wir haben fast jetzt schon alles aufgespielt mit meiner Hausband, wir haben einen fixen Musiker, einen Rainer Falk auf der Gitarre, haben wir jetzt eine geholt, eine neue Battle-Stealer-Spielerin und die spielt mir jetzt da ein bisschen Battle-Steal auf meine selben geschriebenen Nummern, ist gerade wieder in Arbeit, eine neue Nummer mit deutschsprachigem Text. Wir sind Cowboys vom alten Schlag und das wird eine super deutschsprachige Nummer und da kommt eine schöne Battle-Steal auf. Da übt es gerade und da gehen wir demnächst wieder ins Studio und natürlich Background-Gesang, es ist halt viel Arbeit und kostet viel Geld. Alle Musiker bezahlen, die Background-Sänger bezahlen, das Studio bezahlen und. Aber es wird sicher wieder eine super CD mit super schönen Nummern drauf. Eben das If I Could Only Fly, dann kommt auch Mom drauf. Eine Spitzenversion, auch mit Background-Gesang, jetzt haben wir auch neu dazu noch mal aufgenommen. Und es sind viel schöne Nummern und wieder viel eigene Nummern, die ich in letzter Zeit geschrieben habe. Und es kommen, glaube ich, wieder 17, 18 Nummern drauf und das wird wieder eine super Sache. Ja, nein, freut mich und wie gesagt, alles immer uns schicken, weil wir sind natürlich froh, weil wir natürlich viele, viele Informationen haben und da muss ich mich auch bedanken bei der Silvia, die uns da immer wieder was schickt und mittut. Ist ja Stammhörerin von Country Radio Revolution, was uns sehr gefreut. Helmut Mitteregger von New West. Wie geht's da? Ihr wart ja heute schon, der Alexander war ja heute schon auf der Bühne. Muss ja für dich auch ein ganz tolles Gefühl sein. Ganz richtig, weil der Alex hat sich das wirklich verdient, weil das ist so ein großartiger Musiker und auch Liederschreiber. Und das ist der erste Preis, der wirklich ihm zukommt und da freuen wir uns alle mit. Ja, wir haben eh schon gesprochen, ich weiß ja, dass er sich sehr gewünscht hat, da zu gewinnen oder einen Preis zu kriegen. Und man könnte ihm das wirklich von Herzen, man weiß ja, wie er sich jetzt umgefreut. Stimmt, ja, wir freuen uns alle mit. Ja, und jetzt hat schon New West, ist ja heute noch ein paar Mal nominiert. Werden wir schauen, vielleicht müssen wir noch ein paar Mal zu euch herkommen. Ja, würde mich sehr freuen, wenn es noch ein paar Mal klappt, aber wir sind an sich mit dem Preis auch schon sehr, sehr zufrieden und freuen uns drüber. Was ich noch sagen wollte, ich möchte das nur noch mal sagen, wir waren ja vor 2 Wochen bei den Nashville, da habe ich eigentlich das erste Mal gehört als Nugget. Ja. Zu meiner Schande muss ich gestehen. Aber ich muss sagen, war auch super toll, also hat mir sehr gut gefallen, Nugget. Ich habe viel gehört, wie du bei uns in der Sendung warst von Nugget und das dann live zu hören, hat mir sehr gut gefallen. Ja, Nugget ist halt Bluegrass-Musik, das muss man sich anhören, da kann man nicht dazu tanzen und ähnliches, aber es ist schon... Ich würde sagen, Country-Musik in seiner puresten Form. Und da muss man sich ja hinsetzen und Instrument üben. Da kann man nicht ein bisschen schrumm, da muss man schon ernst nehmen und sich mit der Sphäre auseinandersetzen. Ja, das war ein tolles Erlebnis. Ja, super Ambiente, tolle Stimmung. Ich habe vorher schon gesagt, es war schön, dieser Salon, so 200 Kilometer Richtung Wien. Das war natürlich ein Traum. Aber... Ich habe leider keine Anhängerkupplung, aber es wäre schön, ja. Gut, dann wünsche ich dir, euch...
nicht nur den Saloon, da brauchst du das Team dazu. Und da ist Respekt an Haag, an die Country-Musik-Freunde, weil das ist die Seele, das Team. Das braucht man halt auch. Ja klar, das Rundum und Rum, das ist immer das ganz, ganz Wichtigste. Ich wünsche dir, deiner Frau und der Band nochmal alles Liebe, alles Gute. Und wie gesagt, vielleicht werden wir sie heute noch ein paar Mal da sehen. Wird mich freuen. Wunderschönen guten Abend. Servus. Grüße. Ja, demnächst, ich glaube 2016 haben wir bei Country über die Revolution, wir haben in letzter Zeit geschrieben. Stell dir mal ein bisschen vor, dass unsere Hörer wissen, wer du bist. Also mein Name ist Matt Daniels. Ich bin der Sohn des Vater-Sohn-Projekts Johnny Comet and the Rockheads. Wir grüßen hiermit auch heute unsere beiden Kollegen, die was leider nicht da sein können. Bitte mal kurz darum rüberschwenken, da haben wir einen Johnny höchstpersönlich. Ja, perfekt machst du das. Ich möchte mich nochmal bedanken recht herzlich für die CD. Wir haben die CD schon von dir bekommen. Was sagst du zu der CD? Super, also mir gefällt es wirklich gut. Wir haben ja Rockabilly, ich weiß nicht, ob du weißt, der Christian Haas kommt, der Tommy Lee kommt, Chili, wenn wir noch schauen, du, also du passt da voll rein, ich muss sagen, ist sehr gut. Und wir werden ja demnächst spielen, ganz klar, beim Österreicher Tag, jeden Freitag bei den CR-Radio. Ich bin begeistert. Album des Jahres 2015, wieder von der Fachjury bewertet, die Einreichungen, das Album By Song von U-West und das Album Rodeo Man von Nashville. Die beiden Nominierungen standen zur Auswahl. Das versiegelte Kuvert wird geöffnet von Kurt Finger, der dann auch zum Award übergeben wird. Und das, der Award, Country Album des Jahres 2015, geht an. Das ist Rodeo Man, Nashville. Herzlich willkommen an. Und wir kommen
direkt zur nächsten Kategorie. Es geht um die Bluegrass oder Traditional Bands des Jahres 2015. Drei Nominierungen gibt es in der Kategorie. Zwei Dauersieger insgesamt sind mit dabei unter den Nominierungen. Als erstes erwähnt, aufgelistet, aus der schönen Wachau, die Carolina Rainbow. Lange, lange Zeit in der Szene, vielfach nominiert und mittlerweile auch vielfache Gewinner dieses Awards in den vergangenen Jahren. Weiters nominiert, Midlife Grass. Auf diese Band kann man auch viele Nominierungen zurückschauen. Und last not least, eine Gruppe, die nicht wegzudenken ist, seit Jahrzehnten in der Bluegrass-Szene in ganz Europa aktiv, Nuggets. Die Entscheidung ist gefallen und sie steckt im Kuvert, das Kurt Finger gerade öffnet. Und wir erwarten mit Spannung das Ergebnis der Award Bluegrass Traditional Dance des Jahres 2015 geht an. Ich gratuliere recht herzlich Nuggets! Herzliche Gratulation an Nuggets, die Dauerbrenner. Es mit der Eckert doch wieder einmal hier. Als nächstes, ja, geht's auch um eine tolle Sparte natürlich. Es geht um den Country-Musiker oder die Country-Musikerin des Jahres 2015. In dieser Sparte nominiert Alexander Langenhagen, Gitarrist von der Gruppe Guinness. Den habe ich schon als ganz jungen Buben auf der Bühne erleben dürfen. Mittlerweile ist auch schon gestampft ins Mausbild. Weiters von den Western Cowboys, Christian Pöschl. Ein Mann, dem ich noch einmal jetzt danken darf, dafür, dass er mich heute beim Pre-Opening schon musikalisch unterstützt hat. Ein großartiger Musiker, Wolfgang Schanik, der Teufel ist. Ebenso an der Geige von den Paramedics, gerade eben vorher mit Marina auf der Bühne gewesen, Matthias Stein. Und auch eine Nominierung in dieser Kategorie geschafft hat aus Costa, Mike Stone. Gratulation an allen Nominierten. Mit Spannung warten wir. Hervorragende Musiker der österreichischen Country-Musik-Szene. Die Entscheidung ist gefallen durch die Stimmen der Mitglieder der Austrian Country-Musik Federation, die Stimmrecht wahrgenommen haben durch die Fachjury und die Mitglieder der Hall of Fame. Und der Award geht an Christian Pöschl. Den Titel Musiker des Jahres 2015 mit nach Hause nehmen. Like it that way.
Wieder einmal aus Wien, Mrs. Katharina Winterecker von der Gruppe Nugget New West. Bereits mehrfach den sicheren Sieg gemacht. Applaus. Marina Jay. Eine Sängerin, die sich ganz neu präsentiert, die wir heute auch schon live auf der Bühne erleben durften, von der Newcomer-Band des Jahres 2015 von den Buffalo Bells, Sophie Dirindl. Fünf Ladies haben gestern die Country Night gespielt, fünf Ladies sind nominiert heute. Etwas andere, drei waren gestern auch dabei bei der Lesenheit zu hören von den Nominierten. Fünf sind nominiert und wir sind gespannt, auf wen die Wahl heuer gefallen ist. Der Australian Country Music Award, Sängerin des Jahres 2015, geht an. Der Award geht an Maria Dillon. Thank you.
So tolle Sängerinnen nominiert, die freuen mich einfach nur irrsinnig und was, wann immer sie sagen sie. Vielen Dank und einen schönen Abend noch und herzliche Gratulation an alle, die nominiert waren und gewonnen haben. Danke. Bezeichnet als die Königsklasse. Ein Award, der zumindest sehr, sehr begehrt ist. Neben dem persönlichen Award, es geht hier um eine Gruppe von Leuten, es geht um den Award Country Bands des Jahres 2015. Die Nominierten dafür sind die eben vorher ausgezeichneten Newcomer des Jahres, auch schon geschafft eine Nominierung in die Kategorie Country Band des Jahres, die Buffalo Bills. Dazu alleine schon ganz, ganz herzliche Gratulation. Es ist wieder nominiert oder nominiert die Vorjahressieger des Newcomer Awards, die Groove Cake Factory. Weiter nominiert die Band, die wir soeben gehört haben, live on stage und die wir von der wir nachher noch Zugaben bekommen. Aus Vorarlberg, The Pyromantics. Ob es noch einmal mit der Eckert oder nicht, das sagt euch in ein paar Minuten dann das Licht. Nein, das sagt euch der Award-Pate. New West. Aus dem Burgenland, last but not least, the Western Cowboys. Die dürfen sich heute schon über einen Award freuen. Zwei, natürlich. Zwei. Klar, das war der Download Song und es war der Musiker des Jahres, Christian Böschl. Womöglich bekommen Sie auch einen dritten. Noch übermittelt, zumindest heute telefonisch nach Gärten. Schauen wir mal. Fünf tolle Bands nominiert. Wohin ist die Entscheidung gefallen? Die Wahl ist durchgestanden. Das Kuvert ist noch zu. Und es fühlt sich auch so an, als wenn das drin wäre. Schauen wir mal. Würde der Franz Beckenbauer das sagen? Die Austrian Country Music Band des Jahres heißt. Und gebe einen Tipp. Western Cowboys. Des Jahres Rodeo Man von der Gruppe Nashville. Auf dieser Stelle auch nochmal alles Gute, gratuliere, einfach super. Vielen Dank, Kurt. Ich meine, dass ich die gesehen habe auf der Bühne und dass mir quasi du das Ding übergeben hast, die größte Freude, die ich haben kann. Na, es lieb von dir wirklich, aber ich muss sagen, Hut ab, also super Sache, super Truppe und ganz liebe Menschen, das muss ich auch mal dazu sagen. Also, wir haben euch einfach gern. Du willst nicht stehen und entschuldigen. Marina, gratuliere. Recht herzliche Gratulation nochmal. Wie geht's dir jetzt? Gut, nehme ich mal auf. Überwältigt. Extrem. Also ich hab da Martina, sage ich jetzt. Da Marina. Ich habe gratuliert und gesagt, am 14. November singe ich jetzt nicht mit ihr. Weil Was hab ich gesagt, Kurt? Das habe ich jetzt nicht gehört, so genau. Ich hab gesagt, sing mit, weil dann kriegst du mal einen Special Award vielleicht. Nein, aber jetzt, wie gesagt, toll gemacht, wirklich recht herzliche Gratulation. Und freut mich, dass ich die jetzt da dann sehe am 14. Award-Gewinnerin wieder. Aber die geht's halt gut jetzt, da recht locker und gut drauf. Mir ist den ganzen Abend gut gegangen, aber gerechnet habe ich nicht damit. Und umso mehr ist dann, glaube ich, die Freude, wenn man nicht damit rechnet wahrscheinlich, ich weiß nicht. Aber ich freue mich irrsinnig, also wirklich. Ja, und wenn schon da steht, jetzt Erdem ist jetzt komplett, genau, wir haben heute die Künstler im Rampenlicht stehen, oder? Also jetzt stehen einmal im Rampenlicht. Wir haben heute doppelt gemoppelt, ja, ihr werdet so ziemlich, ich habe jetzt Ohren alleine. Ja genau, und LCR Radio mit
Wir sind heute eigentlich Country Radio Revolution für LCR Radio, aufgezeichnet von ProTV. Ja, na du, also Crossover ist jetzt in, habe ich gehört. Wir stehen voll in der Häusl-Partie, aber es macht überhaupt nichts. So kommt jeder mal ins Bild, würde ja. Ich sagen, oder? Jetzt. Ja, super Stimmung da. Ja. Die Pyromantics machen noch Feuerwerk drinnen, hast du es mitgekriegt? Ja. Ich glaube, wir werden jetzt mitfeiern. Wir werden mitfeiern. Auf jeden Fall war es eine super tolle Veranstaltung. Zwei Tage Spannung und Country Music. Pur, aber wirklich ganz eine super Sache. Hier in Haag am Haus Ruck. ACMF Gala 2015 ist jetzt der Geschichte. Und ich denke mal, wir werden 2016 wieder dabei sein. I think the girls think now, it's time to go there. But maybe they-